Schönen guten Abend zusammen und hier sind wir nun bei der Analyse von den Champions League Doppelspieltag, nämlich Dienstag und Mittwoch. Zum Zeitpunkt, wo ich jetzt hier den ersten Teil aufnehme, haben wir Dienstag, sprich ich werde jetzt die ersten Ergebnisse von dem Dienstag vorlesen. Dienstagabend, jetzt haben wir logischerweise. Und dann morgen, Mittwoch, den zweiten. Jedoch ist es für euch egal, da ihr das Video erst am Mittwochabend sehen werdet, wo dann beide Sachen zusammen geschnitten sind, nur damit ich euch das erklären kann. Gut, fangen wir dann auch mal an mit dem Zenit St. Petersburg gegen Atletico Madrid aus der Gruppe G. Das Spiel ging 1:1 aus. Adrian hat in der 53. Minute Atletico Madrid an die Führung geschossen, doch dann hat er gedacht, Alderweireld, ebenfalls ein Spieler von Atletico Madrid, komm, hauen wir das Ding mal ins eigene Tor, damit das Thema spannend bleibt, und so ging es dann 1:1, wie gesagt, aus. Jedoch hat Zenit St. Petersburg das Hinspiel schon Zenit St. Petersburg gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel hat Zenit St. Petersburg 3:1 verloren. Und von daher sind sie jetzt, denke ich mal, von dem 1:1 her recht gut bedient. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ganz trauriges Spiel. Steaua Bukarest gegen Schalke 04. Es ging 0:0 aus. Das war natürlich sehr schlecht für Schalke in der Gruppe E. Ich werde euch da jetzt auch immer so ein Bild eingeblendet haben, von damit ihr kurz mal die Gruppe sehen könnt, was da so abging. Schalke jetzt also hier auf Platz 3 unter Zugzwang, müssen gegen Basel gewinnen, ansonsten sind sie raus. Aber einerseits natürlich auch gut, so haben sie wenigstens alles in ihrer eigenen Hand, um das Ganze dann noch richtig zu biegen. Dann kommen wir zu FC Porto gegen Austria Wien, ebenfalls von der Gruppe G, wo ich eben schon drüber geredet hatte, mit Zenit St. Petersburg und Atletico Madrid. Das Spiel ging ebenfalls 1:1 aus. Martinez machte in der 48. Minute das 1:1. Sehe ich gerade, denn in der 11. Minute hat bereits bei Austria Wien Kinars die Führung geschossen. Doch wie gesagt, Martinez glich dann aus und danach ist nicht mehr viel passiert. Tabelle seht ihr jetzt hier auch. Ein Spiel ist noch. Atletico Madrid, also absolut Erster, ganz klar. Zenit, St. Petersburg und Porto machen dann Platz 2 und 3 unter sich aus und Austria Wien ist nämlich auch raus, schon sicher. Kommen wir zu Dortmund gegen Napoli aus der Gruppe F. In der 10. Minute bereits durch Reus ein Elfmeter-Tor 1:0, Blaschikowski gemacht in der 60. das 2:0 draus. Insigne mal wieder getroffen gegen Dortmund für Napoli. In der 71. Minute dann der 1:2 Anschlusstreffer, doch Aubameyang macht in der 78. Minute den ganzen Streben dann ein Ende. Und so kam es dann relativ unspektakulär zu einem 3:1, was aber auch wichtig war für Dortmund, denn sie sind jetzt wieder punktgleich mit Napoli und haben dann mit einem Sieg gegen Marseille, die bis jetzt noch nichts gewonnen haben, die Chance, ganz oben mitzuspielen, nämlich Hauptsache erstmal weiterzukommen. Arsenal hingegen schon sehr, sehr sicher, also was sehr sicher, ich glaube, es ist sogar eine Möglichkeit, dass es rausfliegen, aber äußerst unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Celtic Glasgow gegen AC Mailand. KK, der zurückgekehrte Mann, macht in der 13. Minute das 1:0. Zapata, ein Verteidiger, ein Innenverteidiger, in der 49. Minute dann das 2:0. Und Mario Balotelli, genau in der 60. das 3:0. So war das dann unter Endstand und das hat für die Tabelle Folgendes ausgesagt. AC Mailand kommt auf den 2. Platz, Celtic bleibt dann auf dem 4. Und was die anderen beiden Teams gemacht haben, das schauen wir ja gleich nochmal. Jetzt erst Basel gegen Chelsea, das Match aus der Gruppe E von Schalke. Ging unglaublicherweise wieder 1:0 für Basel aus. Basel besiegt also zweimal hintereinander Chelsea. Wieder durch ein Tor von Salah. Und damit, jetzt einmal um jeweils was zu sagen, hat Basel ja wie gesagt jetzt die Möglichkeit gegen Schalke, das wieder gerade zu biegen, aber wissen willen, das lasse ich nicht zu, beziehungsweise lassen die Schalker nicht zu, die werden nämlich gewinnen und dann auf Platz 2 hinter Chelsea in die Champions League einziehen, in die K.O.-Phase.
ein weiteres relativ wichtiges Match, nämlich Arsenal gegen Marseille aus der Gruppe F von den Dortmundern. Da gab es in der ersten Minute direkt das Tor durch Jack Wilshere. Und ich sehe gerade in 37 Minuten einen verschossenen Elfmeter von Mesut Özil. Gibt's ja nicht. Aber Jack Wilshere mit dem Doppelpack in der 65. dann mit dem 2-0. Und dabei bleibt es auch. Tabelle, wie eben schon gesagt, Arsenal erster und Marseille raus. Dann der Knaller schlechthin echt. Ajax Amsterdam gegen FC Barcelona. In der 19. Minute durch Cerreto das 1-0 für Ajax. Und in der 42. das Hösen. Allen Ernstes das 2-0. Doch dann kam das, was passieren musste. 48 Minute Feldmann bekommt die rote Karte. Daraufhin Barcelona einen Elfmeter und Xavi trifft zum 1-2 Anschlusstreffer. Doch es kam nicht so herum. Barcelona verliert also allen Ernstes das Match gegen Ajax Amsterdam, was Ajax Amsterdam ungeahnte Möglichkeiten gibt, vielleicht doch noch in die K.O.-Phase der Champions League einzuziehen. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal zu den Spielen vom Dienstag und gleich kommen dann noch die Spiele vom Mittwoch. Die Spiele vom Mittwoch sind soeben abgeschlossen und die habe ich für euch nun direkt die Ergebnisse. Fangen wir auch direkt an mit Gruppe A, Schachtja Donetsk gegen Real Sociedad. Das Spiel ging 4-0 für Schachtja Donetsk aus nach Toren von Adriano, Alex und einem Doppelpack von Douglas. Das zweite Spiel von der Gruppe A ist dann noch Leverkusen gegen Manchester United und das ging ganz, ganz böse aus. Nämlich 5-0 für Manchester United. Tore durch Valencia in der 22. Eigentor von Psaic in der 30. 66. Evans, 77. Smalling und 88. Nani machen dann das 5-0 und den enormen Klassenunterschied aus. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, sehen wir, dass Manchester United schon sicher fürs Achtelfinale qualifiziert ist. Genauso sicher ist Real Sociedad ausgeschieden. Es wird jetzt also Platz 2 und 3 zwischen Schachtja Donetsk und Leverkusen entschieden. Kommen wir zur Gruppe B. Da haben wir zuerst Juventus gegen FC Kopenhagen. 29 Minuten 1-0 durch Arturo Vidal per Elfmeter. Dann glich jedoch Milberg auf Seiten von Kopenhagen aus. Arturo Vidal in der 60. und 63. dann erneut mit dem Treffer, sprich ein Dreierpack von Arturo Vidal. Und so macht er dann den entscheidenden Unterschied gegen Kopenhagen. Das zweite Spiel aus der Gruppe B ist dann noch Real Madrid gegen Galatasaray. 37 Minuten Gareth Bale endlich mit seinem ersten Tor. Umut Bulut gleicht dann eine Minute später aus. Durch Tore von Abeloa, Di Maria und Isco entstand dann ein 4-1 für Real Madrid. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, sehen wir auch hier, dass Real Madrid mehr als eindeutig schon sicher im Achtelfinale ist und auch sehr sicher Tabellenführer ist, auch das bleiben wird. Aber dafür ist es spannender im hinteren Feld, nämlich Juventus 6 Punkte, Galatasaray und Kopenhagen 4. Sprich, da ist noch gar nichts gegessen. Jeder hat noch die Chance auf den zweiten Platz. Und da wird es, denke ich mal, auch spannend hergehen dann. Kommen wir dann zur Gruppe C mit dem ersten Spiel Paris Saint-Germain gegen Olympiakos. In der 7. Minute macht Ibrahimovic mal wieder ein Tor. Das wird erst spät ausgeglichen durch Manolas in der 81. und Edinson Cavani rettet gerade so in der 90. Minute noch den Sieg für PSG. Also 2-1 für Paris. Das zweite Spiel ist dann Anderlecht gegen Benfica Lissabon. Da machte Mbemba in der 90. Minute das 1-0 für Anderlecht. Matic macht dann das 1-1. Und durch ein Eigentor von Mbemba, der vor das 1-0 für Anderlecht geschossen hat, führte dann Benfica zwischenzeitlich 2-1, doch Bruno glich in der 77. Minute aus. Und auch hier erneut in der 90. Minute Rodrigo mit dem Treffer, sodass Benfica 3-2 gewinnt gegen Anderlecht. Wenn wir hier auf die Tabelle schauen, ist es sicher, dass Paris im Achtelfinale steht und auch erster sein wird. Genauso sicher ist, dass Anderlecht ausgeschieden ist. Jedoch bleibt dann hier auch logischerweise die Spannung zwischen Olympiakos und Benfica, die ja wirklich sehr nah aneinander sind. Nur ein Tor unterscheidet die beiden überhaupt. Und da ist es jetzt interessant, wie das Ganze dann ausgeht und wer sich doch noch den Platz im Achtelfinale sichert. Kommen wir nun doch schon zum letzten Spiel, nämlich Gruppe D. Eigentlich ist es jetzt das vorletzte Spiel. Nämlich ZSKA Moskau gegen den FC Bayern München.
In der 17. Minute macht auch Robben schon das 1-0, 56. dann Mario Götze mit dem 2-0. Hondas per Elfmeter bezwungen dann doch allerdings endlich mal den guten Herrn Manuel Neuer. Und Thomas Müller jedoch ebenfalls per Elfmeter dann zum 3-1 entstand. Das zweite Spiel, was dazu noch in der Gruppe gehört, ist nämlich Manchester City gegen Pilsen. Das ging 4-2 für Manchester City aus durch Tore von Aguero, Nasri, Negredo und Dzeko auf Seite von Manchester City und auf Seite von Pilsen Tore durch Horavata und Tackle. In der Tabelle sagt das dann aus, dass Bayern München auf jeden Fall weiter ist. Genauso sicher ist auch Manchester City weiter. Genau, das Einzige, was jetzt da auch noch die Frage ist, wer belegt Platz 1 und wer belegt Platz 2? Das wird sich dann am letzten Spieltag klären. Pilsen und Moskau daher leider ausgeschieden. Das war es dann auch schon zu der Analyse von der Champions League. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder zur Analyse von den Europa League Spielen. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen, Leute, und schaltet wieder ein.